Servus Leute und willkommen zu Let's Play Command & Conquer 4 und Twilight bei Multiplayer. Wir spielen auf der Map Pipeline Plateau. Wir sind mal wieder auf der Seite der GDI. Ich werde irgendwann mal noch ein Not-Video aufnehmen oder mehrere Not-Videos. Wir spielen offensiv wie immer. Es wird sich daran nie etwas ändern. So. Ihr kennt die Prozedur. Ich glaube, da muss ich echt nichts mehr sagen. Befehle. Wir nehmen... Okay, jetzt sind da drei. Okay, das sind aber alles Defensivspieler. Drei Defensivspieler. Und ein Supporter. Nee, hä? Feindliche Einheiten gesichtet. Zwei, okay. Also. Zwei Offensiv, zwei Defensiv und... Der Rest ist... Okay, ich bin gerade abgelenkt, weil ich mich konzentrieren muss. Sorry, Leute. Kann gerade nicht viel sagen. Da hoch. Ich wollte eigentlich sagen hier... Ja, das ist einfach zwei aggressiv spielen, offensiv. Und zwei defensiv, meine Güte. Ja, ich kann mich nicht so gut konzentrieren und reden. Bin halt nicht multitasking-fähig. Ja, wo muss ich hin? Der hat das schon. Gibt's noch irgendeinen Spawnpunkt da oben? Erobert. Also für Kristalle? Gibt's zwei Spawnpunkte? Nee, drei. Wir vier. Haben drei Kontrollknoten besetzt. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Da hoch kommen wir nicht? Okay. Ich wette, ich bin schneller. Mich erwischt keiner. Gut. Ich übernehme die Führung. Tempoverstärker nehmen wir. Wir haben Knoten 1 verloren. Mal schauen. Ich glaube, wir greifen zusammen an. Bauen eine kleine Armada auf und dann geht's los. Oder ich helfe dem hier mal in der Mitte. Muss mich mal ein bisschen zurücklegen, ganz entspannt hier. Ich bin gerade zu angespannt, finde ich. Bin ich auch bestimmt. Wenn ich mit aufgestreckten Schultern da vor dem Bildschirm hocke, das geht mal gar nicht. Ich muss es hier voll gechillt sehen. So. Gut, solange sie nur Panzer bauen, habe ich kein Problem. Sobald sie mit Flugern halt anfangen. Wird schon schwieriger für mich. Oh shit. Weil ich halt erst ab Technikstufe 2 diese Sandstürme bauen kann. Zu Deutsch halt. Heißt ja auf Englisch Sandstorm, aber müsste es eigentlich ziemlich egal, wie man die nennt. Gut, noch ein paar Panzer. Panzerschaden nie. Lieber zu viel als zu wenig, sag ich. Beim Essen ist gerade andersrum, aber naja. Also da heißt ja immer, man soll sie lieber zweimal nehmen, aber das kann man jetzt auch schlecht vergleichen. Wie komme ich auf solche Vergleiche? Mein Gott. Okay. Schluss mit der Stich. Spiele sind dazu da, um ernst zu sein. Shit, die haben... Ah, fuck, jetzt zerstört er schon seinen Crawler, weil er merkt, dass er ziemlich am Arsch ist. Und da können wir jetzt auch nichts mehr dran reißen, der wird sich in die Luft sprengen. Somit gibt es halt keine Punkte für uns. Wir haben drei Kontrollknoten besetzt. Weil das wird ja auf das Konto gut geschrieben. Hier unten, da... nee, da oben, hier. Sie haben aber ich weiß nicht, ob es die volle Punktzahl ist. Könnte sein, bin mir nicht sicher. Also, dass man wirklich 50 Punkte dann auch für das Team bekommt. Ich weiß es nur bei der EP... Bei den Erfahrungspunkten, dass die dann komplett gut geschrieben werden. Also hier für die eigene Erfahrung dann sozusagen. Nicht fürs Team, sondern für die eigene halt. So. Warum ist links nicht? Doch, da ist... Nee, jetzt treffen wir Crawler. Ich lass mich hier nur mal verarschen. Du bleibst da stehen und der Rest greift Crawler. Weil dann kann ich gleich weitere Einheiten bauen, falls welche drauf gehen. Okay, kann ich auch bauen, wenn der Crawler rumläuft, aber dann kommt es nicht gleich raus. Das ist auch ziemlich blöd, wenn man dann erst, wenn dann vielleicht der Crawler drauf geht, dann hockt noch die Einheiten im Crawler. Und hat man unnötig Einheiten gesprengt, wenn man die nicht rausgelassen hat. Dann ist er schon zerstört, bevor es überhaupt zum Einsatz kam. Das ist schon gut. Wir haben hier ein kleines Problem. Wir haben hier ein kleines Problem. Das glaube ich nicht. Bis jetzt läuft hier nämlich alles prima. Ah ja, der Crawler ist jetzt auch gleich tot. Da bringen die zwei Ingenieure auch nichts mehr. Drei verloren. Gut. Eine Einheit wird angegriffen. Yeah. Der Feind hat einen Crawler verloren. Gut. Also, es läuft echt gut für uns. Oh shit. Der geht richtig ab hier. Aber der stirbt jetzt alle. Außer die Ingenieure heilen den
auf wunderbare Weise auf 100 Euro. Also auf 100%. Wir haben 3 Kontrollknoten besetzt. So, wir müssen jetzt mal dort zum Kontrollpunkt 2, weil da ist niemand mehr. Komisch, dass der nur neutral ist. War wohl nicht so faul, eine Einheit dort zu lassen. Nicht wahr? Markierung geortet. Neues. Ja, man will irgendwie immer alle Einheiten zusammenbehalten und dann passiert halt sowas. Und da kommt jetzt schon ein Crawler, oder? Nee. Gott. Oh shit. Ey, scheiße. Ja, fuck. Ihr wisst ja alle, Kristalle sind sehr wichtig. Und es ist nicht gerade toll, dass die irgendwie gerade mehr Kristalle einsammeln. Oh shit. Das ist ja ziemlich nervig hier. Das ist ja so ein Spawnpunkt. Und da können ja immer Crawler spawnen. Wenn man Pech hat, dann kommt da mitten rein. Also hier so ein Crawler. Dann ja, zerstört er alle Einheiten, die in diesem Radius da sind. Fuck. Jetzt hat er nochmal einen Crawler zerstört. Hallo, Commander. Oh shit, was greift es an? Oh nee. Okay. Meine Männer sollen jetzt nur meinen Rückzug decken. Muss abhauen. Deckt meinen Rückzug. Los, 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 blockze, blockze. Wir haben Knoten 2 verloren. Yeah. Wir haben Knoten 4 verloren. Scheiße. Ich muss meinen Rückzug unbedingt sichern. Ich hab keinen Bock, dass mein Crawler drauf geht. Oh ja, schnell da rein. Das Schutzschild tut nämlich auch uns schützen. Wäre irgendwie sinnlos, wenn nicht. Ja gut. Oh shit, jetzt ist das Schild schon wieder noch im Arsch. Oh nee, jetzt hat das ein... Das war's für den Crawler. Fuck, okay, jetzt ist da oben einnehmen und dann direkt einen Crawler spawnen. Komm schon. Und jetzt ganz viele Panzer bauen. Habe ich ja schon mal im letzten Park gesagt, warum. Das will ich jetzt nicht nochmal erläutern. Das wäre mir jetzt zu blöd. Eigentlich müsste mir noch eine Strichliste machen, was ich alles schon gesagt habe, weil ich will mich auf keinen Fall wiederholen. Da rastet ihr nämlich, glaube ich, noch raus. Für die Leute, die jedes Video von mir ankommen. Zumindest bei Command Conquer 4. Ich erkläre ja immer sehr viel. Und das auch gerne. Offensiv. Also wenn ihr eine Frage habt, stellt sie einfach. Solange es nicht 100.000 Fragen sind, aber so viel zum Schauen habe ich noch nicht mal. Von daher hält sich das noch im Rahmen. Kann ich dir ja auch noch alle beantworten fragen. Ja. Yeah. Wir lassen nie einen Verbündeten im Stich. Jetzt geht er hoch. So, da wären meine Freunde. Ja. Es geht ja Schlag auf Schlag, sag ich mal. Kontrollpunkt 2 haben wir jetzt auch schon. Der da oben kommt auch klar. Ja, die paar Not-Bikes oder Not-Mod, genau. Die können nicht so viel ausrichten. Nur ein bisschen mehr Kristalle wäre auch schön. Ja, also die haben sich schon mal da oben hin verfrachtet, also... Das ist... Da haben sie schon verkackt, weil nur da oben warten ist auch ziemlich blöd. Da sind sie zwar sicher vor Feinden, können schon ihre Einheiten bauen, aber mehr bringt das auch nicht. Haben sie halt einen Kontrollpunkt und einen Spawn vom Tiberium sicher halt, aber mehr auch nicht. Okay. Ich rück jetzt mal mit dem vorwärts, mit dem Crawler. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Feindlicher Crawler geortet. Feindliche Einheiten gesichtet. Okay, genau deswegen, weil dann kann ich den nämlich verteidigen. Das stimmt bestimmt auch lieb. Ja, so macht man das Teamwork, sag ich immer nur. Solche Spiele ist nicht dafür gedacht, um alleine herumzuziehen. Der eine repariert, der andere kämpft und verteidigt. So macht man das. Wo will er denn jetzt? Vielleicht in Mitte will da irgendwie eine Verteidigung. Ah, ich glaube, der will eine Verteidigungslinie aufbauen. Ja, genau. Richtig geraten. Richtig geraten. Ja, so mag ich das. Sieht richtig geil aus. Hinten die Ingenieure. Und die Crawler. Und vorne die fetten Einheiten, die einen verteidigen. Warum haut er jetzt ab? Ach nee, der will vermutlich, ja. Braucht vielleicht mehr Platz für seine Einheiten. Ich dachte, er will jetzt Verteidigungsanlagen aufbauen, vielleicht will er sie oben aufbauen. Ja, wir überrennen die nämlich gerade. Niemand hält uns auf. Das ist auch sowas. Man darf nie gleich verzweifeln. Da ist immer noch Platz drin.
Von Punkten her, bis jetzt können die auch noch gewinnen, aber es sieht nicht so aus. Weil die jetzt gerade ziemlich verkacken. Ich habe das ja schon immer gesagt, alle Quarter auf einem Haufen zu halten, ist ziemlich dumm. Außer beim Angriff, das ist wieder was anderes, aber es heißt doch auch immer so, Verteidigung, die beste Verteidigung ist angreifen, also halt, und das ist ja wirklich so. Weil du kannst nie auf alles gefasst sein, was kommt. Beim Verteidigen, beim Angreifen, da planst du ja nicht der Feind. Der Feind kann vielleicht dann auch, vielleicht kommt er mit dem und dem, aber du entscheidest am Ende, mit was du angreifst. Und deswegen haben wir die jetzt auch gerade mega fett überrannt. Weil die auch irgendwie gerade gar keine Einheiten dort hatten. Die hatten, glaube ich, nur jetzt 4-5 Verteidigungsanlagen. Auf jeden Fall wird ein spannendes Match. Auf jeden Fall ziemlich geil. Ich finde es halt schade, dass da jetzt irgendwie ich zurzeit keine langen Matches mehr aufnehmen kann. Also was heißt kann? Ich spiele einfach zurzeit nur kurze Spiele, weißt du es? Spiele ich gerade nur noch mit guten Leuten? Vielleicht haben durch die Videos irgendwelche Leute gesagt, ey, der kann das spielen, dann lassen wir ins Team. Weil manchmal früher war es immer so, ich wurde immer rausgekickt manchmal. Aber das war auch noch, wo ich nicht Level 20 war. Und man hat immer einen schlechten Tag, mal einen guten Tag, manchmal verkackt man es voll. Das ist immer mal wieder so. Deswegen bin ich da überhaupt kein Böse, wenn man mal verliert oder so. Und zum Glück sieht man bei dem Spiel keine KD. Zumindest es gibt eine Net Kill Death Rate, das heißt ja dann Win, bla bla bla. Aber das hat sich ja irgendwie so etabliert, dass man immer KD dazu sagt. Auf jeden Fall gibt es ja halt schon Statistiken. Aber die kann jetzt niemand einsehen. Das finde ich halt auch ziemlich geil. Somit kann man halt jetzt nicht sagen, du bist schlecht, du bist gut. Dann ist es immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Klar, mit der Zeit weiß man irgendwann mal, wer gut ist, wenn dann irgendwelche Clans dann rumspielen und die nennen sich dann, keine Ahnung, KT oder weiß es ich was und... Lol. Scheiße, ich bin gerade auf den Desktop gesprungen. Dann weiß man natürlich, die sind gut, aber jetzt so auf den ersten Blick kann niemand sagen, ey, der hat schon zwei Verluste, der muss schlecht sein. So was hasse ich nämlich, weil ich bin auch mal einer, der sich erstens ins Spiel gewöhnen muss. Okay, ich glaube, ich laber zu viel. Auf jeden Fall, die machen wir gerade mega fertig. Greifen mal den da oben an. Und dann das hier. Das ist ein ganz verstärkt. Ja, also, das sind die letzten verzweifelten Versuche noch, um das zu reißen, aber da geht nichts mehr. Wir haben Blut geleckt, sag ich da nur. Wir lassen jetzt nochmal los. Ach, scheiße, Mann. Was ich auch mal hasse, dass Not diese komischen Tussis hat, die Einheiten einnehmen können. Und die nehmen halt immer meine Einheiten an, deswegen war hier gerade die eine Einheit da rot. Man merkt es halt nicht so schnell. Da kommt doch keine Warnung. Mein Gott, wie dumm muss man sein, man pflanzt sich da hin. Okay, klar, du musst Einheiten rauslassen, sonst kann doch auch weiter hinten machen. Mir soll es recht sein, ist ja mein Feind, aber... ich belehre die Leute trotzdem immer wieder. Wo ist es nicht mal hören können. Komm schon, fahr zurück. Oh shit. Ich sollte vielleicht auch mal die hier bauen. Die haben sich jetzt bestimmt gemerkt, dass ich nur auf Bodeneinheiten gehe. Okay, den Zerstörer, den Zerstörer, den Zerstörer. Und den. Ja, die anderen sind alle, ja. Haben halt schon Ränge. Oh shit. Ich hab gerade meinen Crawler in die... Oh nee. Aber ich kann das immer rückgängig machen. Das ist halt... Fuck. Okay. Das passiert halt. Menschliches Versagen, sag ich dazu nur. Okay, F3, F9. Lalalala. So. Offensiv, wie immer. Ich werde auch mal eine Runde Supporter spielen mal wieder. Oder defensiv habe ich noch nie gemacht. Nur da bin ich halt nicht so gut darin. Shit, jetzt müssen wir abhauen. Umgebung sichern. Oh Gott. So sicher ist noch gar nicht, dass wir gewonnen haben, aber... ich denke irgendwie schon. So leicht kriegen die uns. Feindliche Einheiten gesichert. Wir sind soweit. Halten Position. Scheiße. Alles klar. Oh ja, das sind Ingenieure. Reingehen. Ich übernehme die Führung. Ja, das sind außer... nein, hier. Das soll schon nicht da pflanzen. Nein. Das sind halt außer Sachen, die ich irgendwie nie mache, weil... mir sind die Kommandeurspunkte irgendwie zu schade, die für Ingenieure auszugeben. Die kosten zwar nicht viele Ingenieure, aber... 10, 6, 7 Ingenieure sind auch zwei so Fahrzeuge oder so. Und
Das ist viel. Finde ich zumindest. Okay, da haben sie sich jetzt wieder hingepflanzt. Shit. Die reißen sich echt die Arsche auf. Oh shit. Los, fahr. Mein Gott, die reißen sich echt den Arsch auf. Fuck. Wisst ihr was? Wir spielen jetzt defensiv. Herzlichen Glückwunsch. Zerstören. Defensiv. Ich gehe jetzt in die Mitte und mache da alles dicht. Weil ich brauche die Einheiten jetzt dann eh nicht mehr. Wir spielen jetzt defensiv. Oh shit, dann spielen jetzt schon vier Leute defensiv. Schon egal. Drei von denen und der Rest Ingenieure. Feindliche Einheiten gesichtet. Und dann... Nein. Ja, fahr gleich mal dahin. Ich baue... Sky, das ist bestimmt für genau... Stärke Struktur. Achso. Der ist, glaube ich, gegen alles. Und dann pflanzen wir es gleich mal in die Mitte. Und dann halten wir die Position dort. Jetzt ist zwar das Problem, ich habe jetzt hier ein paar so Sachen immer. Also am Anfang, die Sachen sind immer gleich, egal welche Klasse man wählt. Also Unterstützer, Offensiv, Defensiv, auf die hier sind, muss man mal extra anklicken. Und deswegen sollte man sich halt schon am Anfang ziemlich sicher sein, welche Klasse, auf welche Klasse man halt geht. Guck, ihr seht hier. Reflekt. Das braucht ich. Dort ist was. Nein, das ist nicht. Wir nehmen das hier. Gut. Weil da kann man nämlich die Ingenieure reinstecken und die reparieren dann gleichzeitig die Fahrzeuge. Und sind dann so ziemlich unbesiegbar. Ich liebe das. Man muss halt, braucht halt dafür drei Stück. Ich hoffe, das reicht auch. Also die Kommandeurspunkte, hoffentlich reichen die für so viele Ingenieure. Wir haben Knoten 3 verloren. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich cooler Trick. Oder eine Taktik, weil halt das ist halt der Hammer. Unser Crawler wird an. Mein Gebäude ist bereit. So, da kommen nämlich schon die Feinde und ich hatte recht. Die Gebäude sind gegen alle. Also gegen Boden halt dann gegen Luft halt. Ein Gebäude wird angegriffen. Ist sehr praktisch. Ja, yeah, Mann. Auf in den Kampf. Die Mann ist arm. Schnell da rein. Und ihr seht, mich wird gleich repariert. Oh shit, ich hoffe, das reicht. Oh nein. Nein. Fuck, was soll denn das? Oh mein Gott. Ich versage hier gerade richtig. Weg mit euch, weg mit euch. Schnell weg. Heilt euch. Hab ich noch irgendwas? Shit. Kann ich jetzt eigentlich auf eine Offensivklasse wechseln? Ja, bestimmt. Also ohne die anderen zu verlieren. Verstanden. Oh fuck, man. Wir verlieren doch jetzt nicht etwa. So viel zu keine langen Matches. Ja, wieder defensiv auf jeden Fall. IPv8 initialisiert. Ja, dann nur noch die hier. Feindlicher Crawler. Die sind halt nur gegen... Was? Kein Nubo, nein. Sorry, Leute. Muss mich halt entscheiden. Okay, jetzt noch zwei Ingenieure bauen. Ich hoffe, dann reicht das. Wir haben Knoten 4 besetzt. Okay, oh nein! Unser Verbündeter hat Crawler verloren. Nein! Wir brauchen mehr Kommandeure. Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Ein Gebäude ist bereit. Wir verkacken gerade richtig. Das heilt sehr, heilt los. Schnell den Crawler hier. Phoenix, kommt schon, macht doch. Ja, und jetzt hopp rein mit euch da. Zu wenig Ingenieur. Kommando. Heilt ihn los, Jungs, heilt ihn los. Oh, komm schon, das muss reichen. Ja, sehr gut. Heil den hoch, oh, das reicht nicht. Die haben bestimmt gleich eine Spezialfähigkeit, die sind extrem stark, die... Schon hab ich eine Spezialfähigkeit, irgendwas mit heilen.
Nee, das hat er nicht. Halt ihn hoch. Jungs, komm, macht. Nein, nicht den. Jetzt haben wir schon mal einen Corner schon wieder. Warum ist mein Corner schon wieder tot? Und jetzt haben sie es geblickt. Jetzt haben sie es geblickt. Oh shit, ich finde jetzt so viele Corner. Was soll ich machen? Es wäre jetzt sinnlos auf Ding zu gehen. Auf Offensiv. Auf die Offensivklasse halt. Ich spiele jetzt wieder defensiv. Wisst ihr was? Ich baue jetzt auch eine Ionenkanone. Und der Rest nur den. Okay. Scheiße. Wo ist der dritte? Wo ist das dritte Fahrzeug? Oberkommando. Ah, okay, die waren ineinander. Oh, krass. Das ist richtig krass gerade hier. Mir von... Oh, nee. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten gesichtet. Ich habe keine Ahnung, wie ich es hinbauen soll. Ich baue es einfach nicht. Ja? Wir werden fliegen. Weg mit dir, du Schiff. Ah, nee, 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 pflanz wieder. So, jetzt heilen wir den wieder hoch. Jetzt haben wir eine Spezialfähigkeit, hoffe ich. Wo kriegen wir die? Ah, ich muss da, ach so, genau. Ja, ich muss umstellen, man muss erst auf die Ionenkanone drücken, dann da drauf drücken und dann das Ziel auswählen. Baby. Ein Gebäude wird angegriffen. Okay, was machen wir jetzt? Wie gewinnen wir? Punkt 1 ist sauber, da hätte ich genug Zeit, was hinzubauen. Wenn sie es nicht bemerken. Wenn sie es nicht bemerken. Okay, das wird jetzt echt noch spannend auf die letzte Minute. Okay, so auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Okay. Ja, warum ich die Ionkanone da hingebaut habe, weil hier dieses komische Schild ist, Kristallschild. Und das tut halt noch meine Ionenkanone sichern, obwohl ich halt meinen Crawler nicht mehr dort habe. Der halt ein automatisches Schild dabei hat. Das ist ziemlich praktisch. Ja, guck, da kommt der Feind nämlich schon wieder. So, dann stich dahin. Wir müssen einfach ein bisschen ablenken, damit wir wieder Luft bekommen. Jetzt pflanz dich hin und dann kann ich weiterbauen. So. Ich hoffe, die kriegen mich jetzt nicht umgekehrt. Ich hoffe das einfach. Oh ja, da kommt die Verstärkung. Oh ja, ich habe jetzt die Ionenkanone. Ja, Mann! Together! Machen wir sie platt! Yeah, geil! Yeah! Ja, yeah, das ist also echt. Dass es so spannend wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wird richtig knapp. Oh shit. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Nein, 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 nein. Fahr. Fahr in das Schild. Oh, aber wenigstens haben die Ingenieure überlebt. Okay. Wieder so ein Armadillo. Hört sich an wie eine Alkoholsorte. Scheiße. Volle Breitseite. Okay, das sag ich, habe ich jetzt nur gesagt, war jetzt eine Breitseite, aber. Ich sag das jetzt. Oh nein! Wir haben Knoten 1 verloren. Feindliche Einheiten gesichtet. Nö. Sie haben Knoten 4 verloren. Ja, fahr weiter bitte, danke. Oberkommando. 3 und der Rest von denen. Wieder im Spiel. Och, ja, nö. Wir haben's auf mich abgesehen. Gut, alles klar. Wir haben ein Gebäude verloren. Weiter geht's. Wir haben Knoten 1. Dahin. Ganz schnell. Fuck, wir brauchen einen guten Plan jetzt. Wir können jetzt Hassminen verlängern. Ich warte auf dich. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt noch verlieren. Ich war mir so sicher. Wirklich so sicher. Ja, ich lerne es auch nie. Scheiße. Wisst ihr, weißt, klar, wir haben jetzt 2 Punkte, aber wir brauchen 3. Alle Kanäle auf Empfang. Und dann ist... Oh, die sind jetzt schon plus. Also haben mehr Punkte als wir. Nein! Das darf nicht... Oh. Immer die Spezialfähigkeiten von den Unterstützern, die hasse ich ja sowas vor.
Ich bin irre, komm schon. Ja, geil. Geil, wie er gestorben. Oh, es ist so nervig, wisst ihr, weil ich die ganze Zeit diese Scheißfähigkeiten, die fucken mich so ab. Leck mich, zerstört euch. Gibt nur unnötige Punkte für die. So eine Scheiße. Kann's echt kotzen. Mir ist schon aufgefallen, dass sie nur... Oh, okay. Kann ich noch was reißen? Ich glaube echt gar nicht mehr. Scheiße. Wir machen einfach zu wenig, die machen zu schnell Punkte, sonst könnte ich jetzt noch umstrukturieren. Das kann ich aber jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt eine Idee mit den Sandstürmen, aber das ist jetzt schon zu spät. Weil die nur Lufteinheiten bauen. Ich habe das zu spät geblickt. Viel zu spät. Guck mal, nur Flugeinheiten und jetzt halt eine Artillerie. Weil die halt so mega krass ist. Scheiße. Ja, Leute. So läuft's. Nein. Ich werde jetzt gleich nochmal einen Anschluss vielleicht was aufnehmen, aber nur vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Weil die Sandstürme, die sind so gut. Die gehen so ab, aber es ist halt zu spät. Ich glaube, es lag auch daran, dass wir alle Dinge genommen haben. Defensiv am Ende, das war einfach zu blöd. Weil ich habe ja gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Wir hätten einfach so weitermachen sollen. Und irgendwie ist in, wie nennt man das, in Stocken geraten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es dann wieder heißt, X-Men LMTV zockt, Command Conquer 4 oder irgendein anderes Spiel. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal eine Menge Spaß. Und tschüss.